Mach langsam. Du hast noch 50 Sekunden Zeit. Ja, das sieht gut aus. Okay. Speicher. Okay, und hoch. Puh. Automatisch speichern. Jetzt sind genau wieder 15 Minuten um. Ja, im Part sind auch jetzt 15 Minuten um. So, das haben wir geschafft. 45 Sekunden waren noch übrig und jetzt ab nach oben mit uns. Jetzt müssen wir erstmal nach oben schwimmen. Und dann können wir oben direkt schlafen. Oben sind vier Betten eigentlich, weil wir hatten ursprünglich vor, mit Kacke mit Eier mit aufzunehmen. Aber der gute Herr hat jetzt Pech und wird bei diesem Projekt leider nicht dabei sein. Vielleicht beim nächsten Mal. Schade eigentlich, aber man kann nicht alles haben. Niklas, du weißt, wie man hochschwimmt, ohne dass man ertrinkt? Ja, ne? Ab und zu mal raus, Einfach. aber irgendwie komme ich hier nicht raus. Ja, doch einfach so ein bisschen gucken, dass wir. Ja, ich komme nicht raus. Verdammt. Das Ich bin oben, ja. erster. Komisch, dass du oben gespawnt bist. Das hat mich eh so ein bisschen gewundert vorhin. Dann bleib mal direkt oben und leg dich schon mal. Oder bau mal ein Bett ab und schmeiß das mal in der runter. Bau mal ein Bett ab und schmeiß das mal die Insel runter. Mit Kreis dann einfach. Den Wasserfall, den werden wir jetzt gleich auch wegmachen. Das heißt, wenn wir dann im Bett liegen, gibt es dann nur noch den Spawnpunkt oben und es wird dann halt kein Zurück mehr jetzt geben. Ich kann, glaube ich, gar nichts abbauen. Ah, stimmt. Du brauchst noch. Ich habe. Du hast mich noch nicht freigegeben. Genau, ich habe Spielertrust noch nicht rausgesetzt, ja. Okay, das werde ich. Ich kann keine Kisten Ja, öffnen, ja. keine Schalter betätigen. Und so weiter. Schlafen legen kann ich mich auch nicht. Ja, ich werde das gleich mal direkt machen. Ich habe das Obsidian gleich mal da reingehauen. Ja, ich werde dich eben mal trusten. Okay, jetzt bist du getrustet. Bauen wir mal ein Bett ab. Juhu. Okay. Das Bett nicht hier benutzen, da habe ich schon drin gepennt. Das hast du, schmeißt das mal runter. Ja, okay. Und alle ins Bett. Und merkt euch die Betten, wo ihr wart, weil wenn ihr ins andere geht, da macht ihr den Spawnpunkt von demjenigen kaputt. Am besten machen wir später auch Schilder dahin. Also Ich bin in der ich habe Mitte, das ganz linke. Ja, Niklas, wir müssen jetzt noch den Wasserfall hier eben. Warte mal, das mache ich mal eben. Warte mal eben. Das mache ich mal eben. Bau mal den Dirtblock ab, Little Sap. Okay, dann komme ich jetzt hoch. Okay, und dann. Schwupps. Und die Blöcke pass lassen. auf, die Erde brauchen wir doch noch. Nee, nee, die gehören ja nicht zur Story. Achso, okay. Okay, so, jetzt haben wir alle hier oben unseren Spawnpunkt. Also, wenn ihr jetzt Hunger habt und kein. Inventar dann einfach Geronimo. So wie ich das jetzt gerade mache. Patsch. Ah nein, ich hatte ja Fleisch dabei. Bin ich doof? Egal. So. Ja, okay. Wir holen jetzt erstmal Holz. Wir müssen aufpassen, dass wir keinen Setzling verlieren. Was haben wir denn so in der Kiste, Niklas? Gucken wir da mal. Wir haben einen Lava-Eimer, zwei Blöcke Eis, Kakaobohnen, Zuckerrohr, die Rahmen zwei Stück, Zwei haben wir dann schon. Knochen zwei, Kaktus, Kartoffel, Kürbissamen und Melonensamen Genau, und die halt und 14. die 14 Obsidian. Obsidian. Ich kann Obsidian. es einfach nicht aussprechen. Obsidian. Kriege ich direkt immer so Mundschiss. Kommt immer Genau. Durchfall raus. Das Obsidian-Tor muss aber auch auf einer anderen Insel geplantet werden. Das kommt nicht auf der Hauptinsel, das kommt ganz weit weg. So, ja, was würdest du jetzt denken, was wir hier machen müssen? Weil wir sind auf einer einsamen Insel, haben hier nichts zu fressen, gar nichts und wie würdest du Wir verfahren? müssen auf die nächste Insel draufkommen, irgendwie. Ja, und wie würdest du das machen? Das Holz in Bretter umwandeln. Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir einen Sapling bekommen, damit wir halt einen neuen Baum pflanzen können. Am Hey besten, Michael, ja. ich spring mal kurz, okay? Ich habe keine Nerven mehr. Ja. Also keine. Bis gleich. Am besten shiftest du mal. Ja, ich hab einen. Ich hab einen. Jackpot, direkt neu pflanzen immer. Bäume direkt dann immer neu pflanzen. Ja, mal gucken, dass wir hier. Ich habe auch einen. Jackpot. Setz ihn mal an der anderen Insel-Ecke von der Insel dann. Jawohl, habe ich. Jetzt bauen wir mal erstmal das Holz ab. Wenn ich den Sound von Minecraft runterstelle, dann seid ihr auch leiser, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube ja, das wäre da. Normalerweise nicht. Normalerweise müsste das übers Headset laufen, ne? Ich guck mal eben.
Ich werde das mal eben machen. Ich habe noch ein Setzling. Einstellung, Audio. Oh. Ich habe auch ein Setzling. Nee, ihr seid nicht leise. Nur der Sound von dem Game ist dann leise. Jackpot. Ja, okay, hier ist keiner mehr. Okay, alle anderen Überflüssigen können wir ja direkt erstmal genau wieder in die Kiste packen. In die Kiste packen. Genau. Ja, wir könnten doch schon mal einen Cobblestone-Generator bauen, oder? Könnten wir machen. Warte, ich mache eben kurz noch Holz hier raus. Und eine Workbench. Die Workbench... Oh, da ist Eisen. Wo? Don't. GG, geil, hier ist ein Eisen sogar. Ah, wir haben sogar hier Eisen. Ich habe hier schon mal eine Workbench hingesetzt. Ich mach schon mal. Ja, dort, pass auf. Dass da nicht runterfällt. Genau, und Erde und so ein Scheiß immer in die Kiste packen. Und ein Grasblock auf jeden Fall. Warte mal, hier ist Knochen. Wir können doch Knochenmehl machen, das dann pflanzt. Damit die schneller wachsen. Nee, ich würde das anders machen. Ich würde das Knochenmehl. Wo ist das überhaupt? Unter welchem Unterpunkt? Das kann man, glaube ich, nur am Crafting-Tisch machen. Nee, das ist ja ein Crafter. Da, Knochenmehl. So, 6 Stück. Okay. So, und jetzt können wir das Gras abpflanzen. Vielleicht kriegen wir dann Samen, weißt du, für ein Feld. Warte, ich habe einen. Ja, Jackpot. Warte, ich mach hier nochmal. Ich mach hier nochmal. Boah. Oh, sorry. Boah, das war knapp. Ich hab 3. Ja. Warte, ich, eins habe ich noch. Ja. Ja, ich habe auch einen. Jackpot. Ich habe 4. Ja, dann leg erst. Ich habe auch 4. Dann lass erstmal. Und haufenweise Blumen. Blumen brauchen wir erstmal nicht. Ach, Michael, komm, ich schenk dir einen. Ah, oh, wie schön. Ich habe eine Blume. Guck mal, Freunde. Ich habe eine Blume. Lauf nicht vor mir, wenn ich schlage. Ja, damit du nicht eifersüchtig bist, kriegst du auch noch einen. Sehr geil. Oh, das war aber süß von dir. Oh, Alter, ich hab's dir geklaut. Sehr geil. Direkt wieder hier juppen. So, wir haben... Erstmal können wir... Warte mal. Nehmen... Hey Michael, soll ich mal Spitzhacke machen? Ja, warte, ich hab hier Holz. Okay, hau mal her. So, mach eine Holz und den Rest machen wir dann aus Stein. Ich würde erstmal sagen, machen wir erstmal eine unendliche Wasserquelle, oder? Ja. Dann gucken, dass wir bloß keine Erde verlieren. Nee, warte. So, ein Block, einen kaputt machen. So, und Achtung, geh mal weg. So, Jackpot, jetzt haben wir schon mal eine unendliche Wasserquelle. Ich baue mal das Eisen ab, damit wir uns einen Eimer machen können. Kannst du mit Holz nicht. Geh weg da. Und pass auf, nicht nach unten wegbauen, weil die Insel könnte jeden Moment zu Ende sein. Oh, da ist Kohle. Ja, pass auf, nicht. Ich würde erstmal gucken, ob da... Das kann man abbauen. Bist du sicher, dass da kein Loch drunter ist? Ich würde da nicht zu tief runterbauen. Nein, du hast Erde verballert. Mach da wieder Erde hin. Okay, mach da auch wieder zu. Ich glaube, zu tief darfst du nicht. Da ist noch Kohle einmal. Genau. Der Rest ist Eisen. Warte, ist hier noch irgendwas? Hier ist noch Kohle. Nein, scheiße. Ich habe jetzt gerade die unendliche Wasserquelle beinahe geschrottet. Ich glaube, wir können hier lang, ja. Aua, pass auf. Ah, Entschuldigung. Ja. Kannst du da rum? Guck mal, ob du da rumkommst. Ja. Ja, müsste eigentlich. Ich glaube, die Insel ist symmetrisch. Ja, da kannst du wunderbar. Da drunter ist Eisen wieder, ne? Noch mehr Eisen. Nee, das war's alles. Das ist nur Eisen, so, und dann der Rest ist Kohle. Ich glaube, so habe ich das gebaut. Ja. Nicht, du machst... Ach, shit. Ja, ja. Okay, dann, lass mal hier eine Treppe wieder hochbauen.
Und wo können wir jetzt Kobbel her? Ja, machen wir jetzt. Cobblestone-Generator können wir ja hier bauen. Warte mal eben, dann will ich mal gucken. Hier haben wir. Ich hab die Erde und die Kohle reingelegt. Ja, hier haben wir zwei, passt doch. Warte. So, wie war das? Geh weg da. Warte, noch einen in die Richtung. Und dann. Aua, du haust mich jedes Mal. Du lässt mir immer von nein. So, hier muss die Lava jetzt hin. Geh weg da. So. Hier der Lava. Ich weiß. Die Lava, genau. Und da drüben das Wasser. Genau, und dann hier ein Block zum Farmen. Nee, genau. Hier ein Block zum Farmen. Nee, hier. Warte eben. Weil hier trifft ja beides aufeinander. Ah ja, stimmt. So. Hier kann platziert werden. Oh nein. Das haben wir nicht bedacht. Ich kann hier gar keine Lava platzieren. Wieso? Wegen Spawnpunkt. Scheiße. Das ist jetzt Kacke. Wie viele Minuten haben wir? 26. Müssen wir sehr wahrscheinlich den ersten Cut machen. Muss ich mal gucken, ob ich... wie machen wir das denn am besten dann? Kann ich hier nirgendwo Lava planten dann, ne? Scheiße, 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 scheiße. Ich bin gestorben. Und mit dem Lava-Eimer. Du hast den Lava-Eimer mitgenommen. Genau, ich habe den Lava-Eimer mitgenommen. Ist aber nicht so schlimm. Regel ich. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich sterbe jetzt wieder. Muss ich erstmal warten, bis das Wasser da unten ist. Wir werden dann gleich mal eben einen Cut machen. Ich muss dann mal eben gucken, wie ich das mache. Oder wie wir das machen. Dass man den Lava-Eimer behält. Nein, ich sterbe wieder. Also was machst du? Ja, ich muss da ja runterspringen, aber ich... das Wasser ist nicht so schnell, wie ich falle. Oh, ein Apfel ist auch runtergefallen. Ja, gut. Kannst du gleich mitbringen. Ah, ich habe ihn aufgesammelt in der Luft. Hey, du bist ja ein ganz Fixer, wa? Ja. Hier ist die Erde. Erde. Da ist der Lava-Eimer. Und ein Setzling fällt gerade runter. Ja, gut. Das war eigentlich nicht so geplant. Das ist jetzt echt sehr scheiße. Wie können wir das denn machen? Also erst ab da kann man Lava planten. Dann werde ich das jetzt mal ein bisschen unfair machen. Aber anders geht's nicht. Da habe ich nicht dran gedacht. Das war jetzt das letzte Mal, dass wir dann hier runtergehen. Danach machen wir da oben das Loch zu. Ich werde jetzt mal ein bisschen Erde mit hochnehmen. Von hier. Dann müssen wir den Lava-Generator einfach auf einer anderen Insel bauen. Das ist aber kein Problem. Ey, ich schmeiß doch nicht die ganzen Setzlinge hier runter. Das müsste eigentlich reichen, um von der Insel wegzukommen. Das jetzt noch eben abbauen hier. Wie gesagt, das ist halt noch das Problem. Da dürft ihr das auch an die Zuschauer, das dürft ihr nicht so genau nehmen. Das habe ich nicht wirklich bedacht. Ich dachte, man kann beim Spawn Lava setzen. Also ich wusste, dass man das nicht setzen kann, aber ich habe das so ein bisschen vergessen. Ey, ihr habt so viele Setzlinge verloren. Unglaublich. Zu welcher Insel bauen wir uns eigentlich rüber? Ja, warte erstmal. Ich komme jetzt erstmal wieder hoch und dann gehen wir erstmal schlafen. Ich habe jetzt den Lava-Eimer wieder. Ich komme jetzt erstmal hoch und dann kann man so schneller hoch? Oh, ich glaube, da macht keinen Unterschied. Alles, was jetzt runterfällt, kann ich nicht mehr wiederholen, nur zur Info. Weil jetzt war es das letzte Mal, dass ich da runtergegangen bin. Hast du was verloren? Nö, ich habe nichts verloren. Die ganzen Setzlinge, die runtergefallen sind, die waren von mir. Die habe ich aufgesammelt. Ja, die Bäume stehen auch so blöd direkt am Rand. Da. Warte, ich habe eine Idee, pass auf, dass die Setzlinge nicht immer runterfallen. Nee, wir müssen ja jetzt erstmal die Insel so ein bisschen erweitern. Erstmal hier so. Müssen ungefähr einfach nach links oder rechts bauen, ein paar Blöcke, danach kann man wieder Lava setzen. Ich komme jetzt hoch. Ja, genau, so wie du das gerade machst, ist richtig. Ist da jemand gerade runtergesprungen? Nein. Okay, sah so aus. Geronimo! Ich dachte, da wäre gerade jemand runtergesprungen. Ah, machst du das mit Holz? Okay. Ja, stimmt, Holz haben wir ja jetzt gerade auch ein bisschen, das passt ja. So. Ja, wir pflanzen ja auch immer wieder was Neues an. Hey, da ist er ja. Ja.
So, das war's. Jetzt ist endgültig vorbei. Dann müssen wir uns jetzt in irgendeine Richtung aussuchen. Niklas, wähl eine Richtung. Norden, Osten, Süden, Westen.